So, forschen, Quarz ausbauen, Staudamm gucken, neues Lager angucken und alles in eine Folge quetschen. Wir machen hin, komm, los. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich stelle gerade noch mal kurz an mein Mikro rum. Okay. Und dann legen wir auch schon los. Erstmal hatten wir hier geforscht. Was wollen wir denn da Schönes machen? Sachen aus Katerium? Nee. Oh, hier. Verbesserte Betonproduktion. Sinnlos, aber geil. Nehmen wir. Nein, nicht sinnlos. Ich meine, Kalkstein ist genug da, aber kackegal. Wir können uns vielleicht eine oder andere Maschine bauen. Mehr sparen. Und beim letzten Mal war ich ja ein bisschen dumm, denn ich hatte hier nicht reingeguckt. Und hier kann man ja erfahrungsgemäß Sachen erforschen. Und ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Was können wir denn hier alles Schönes machen? LKW Fabrikator, was ist das denn? Baut drei oder vier Teile zu einem neuen Teil zusammen. Okay, wie geil ist das? Aber so weit sind wir noch nicht. Gasmaske ist eine schöne Sache. Sachen mit Wasser. Flüssiger Biotreibstoff. Okay. Die energieeffizienteste Form von Biomasse. Verpackter Schweröl. Industrielle Flüssigkeitspuffer. Leerer Kanister. Verpacktes Öl. Okay, aber noch nichts, womit ich das holen kann. Raffinerie. Damit kann ich das wahrscheinlich rauspumpen. Ich würde sagen, wir fangen damit mal an. Wir brauchen ein paar Motoren. Bisschen Stahlbeton und bisschen Stahlrohre und auch noch eine Menge Kupferblech. Okay. Oh Gott, kann ich mir ja nie merken. Kann ich das hier irgendwie. Kann ich doch bestimmt. Sag mal her. Meilenstein auswählen. Ha. So habe ich es auf der Kette. Das holen wir einmal. Und nehmen hoffentlich den richtigen. Schwupp. Jo. Ab ins Lager. Ah, beim letzten Mal, das habe ich auch königlich verkackt. Ey, meine Güte, das muss man erstmal hinkriegen. Wirklich nicht mehr auf die Schippe zu bekommen, dass ich das da alles da oben erstmal freischalten muss. Meine Güte. Das war äußerst dumm, 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 dumm. So, ein Stack davon. Dann haben wir auf dem Rückweg die Dinger. 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich schon keinen Platz mehr für die Rohre. Na, so eine Scheiße. Ich habe hier so einen kleinen Abfallcontainer zum Glück. Da kommt jetzt mal ein bisschen was rein. Dann die 500 Rohre habe ich. Das heißt 500 Blech. Da haben wir sie. Kriege ich aber nicht rein. Eins, zwei. Das sind ja 100 der Stacks. Dann packen wir einmal die Rohre hier beiseite. Was packen wir noch fix weg? Was ist das denn? Holz? Holz und hier der Fuddel. Was soll ich denn damit? So, jetzt habe ich auf jeden Fall drei frei. Brauche noch drei. Perfekt. Eins, zwei, drei. Die hauen wir da einmal rein. Und dann gehen wir auch schon wieder zurück. Gut, ich hoffe, ich erwische den richtigen. Das ist echt so eine Sache. Ich brauche echt Schilder. Meine Güte, brauche ich Schilder. Das geht mir so auf den Knie. Habe ich nicht einen direkt zu meinem. Zu meiner Mam? Nee, habe ich nicht. Zu meinem kleinen Headquarter hier hinten. Das könnte man eigentlich auch mal umbauen, oder? Das steht hier irgendwie total sinnbefreit. Okay. Abrennen mit dem ganzen Kram. Und bereit für Öl. So, das dauert jetzt 12 Minuten. Okay. The byproducts of oil refinement can be used after further processing, as Okay. seen in the refinery. Okay, jetzt haben wir theoretisch Öl. Caution. This is a reminder to minimize the Okay. chance of expiration during out-of-base activities. Okay. Maßnahmen gegen den Leerlauf. Okay. So. Jetzt haben wir Quarz geholt. Jetzt werden wir das Quarz auch irgendwie erstmal verarbeiten. Das machen wir wie angekündigt hier. Oh Gott, ich habe noch nie im Leben genug Beton dabei, oder? 400, na immerhin.
Damit können wir zumindest erstmal ein bisschen auffüllen hier. So, dann wollten wir noch Staudamm angucken. Den ich ja jetzt für den Wettbewerb in der Gruppe gemacht habe. Schön, 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 schön. So. Das kann erstmal bis hier. Ich weiß gar nicht, was ich damit jetzt machen kann mit dem blöden Quarz. Weiter. Bis hier. Na, da wird schon ein ganz klein bisschen eng. Ein ganz klein bisschen enger. Oh. Oh, hier geht es ja außen rum. Das ist ja scheiße. Na gut, der muss hier eine Wand hin. Hilft ja alles nichts. So. Und das war es auch schon. Scheiße, ey. Hab ich hier schon alles weggerissen zum Hochkommen? Nee. Meine Güte, Beton, ey. Ich brauche ein größeres Lager, aber ganz dringend. Also nicht Lager, sondern Inventar. Das war einmal zu früh. Und ich muss noch schneller laufen. Das ist mir hier alles zu langsam. Also ich weiß gar nicht, ob ich das Jetpack unbedingt haben will. Also um Distanzen zu überbrücken. Ist auf jeden Fall die Stiefel geiler. Aber ich kann das natürlich auch nachher alles mit dem Fahrzeug machen. Was vielleicht die cleverere Idee ist. So. Her damit. Gib mir viel. Ich werde es brauchen. So. Brauche ich noch irgendwas, wenn wir schon dabei sind? Rohre habe ich. Eisenplatten habe ich. Beton habe ich. Habe ich auch. Modularrahmen habe ich auch. Habe ich Rotoren habe ich auch. Und schwere Eisenplatten habe ich auch. Damit habe ich so ziemlich alles, was man brauchen könnte. Ne, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Produktion jetzt so unglaublich komplex ist. Schwupp. Und schwupp. Und das mit dem Strom müssen wir dann mal schauen, wie wir das machen. Eigentlich kann ich das jetzt gleich wegnehmen. Weil es ja völlig lax ist. Ob der da hinten jetzt läuft, weil ist eh voll das Band. So, so, so. So. Und dann müssten wir hier auf einer Höhe sein. Na, nicht ganz, wa? Wir ziehen da erstmal gleich eine Wand hin. So rum. Hier müssen wir noch einen weiter. Zack, zack. Hier kann man irgendwas Cooles hinbauen. So einen kleinen Beobachtungsposten oder so. Der hier so ein bisschen rausguckt. Ich dem. Ja, kann man ruhig bis da machen. So, so, so. So, so, so. Ja, das ist. Soweit ist mal ganz cool. Ich kann jetzt nicht runterspringen. Das werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Ich glaube, ich gehe sogar einen wieder zurück. Und dann hauen wir nämlich die hier ran. Zack. Nee, so will ich das nicht. Wir müssen mal einmal nach unten gucken. Habe ich die Rampe noch stehen? Ja. Ich bin immer so ein Meister in Sachen wegreißen, die ich noch brauche, ne? Das kann ich immer richtig gut. Hier wäre ein Fahrstuhl auch geil. Oh ja, das finde ich geil. Das gefällt mir. Na komm, genau so wollte ich das. Na komm schon. So und so und so. Und dann hämmer ich das dann nämlich in den Berg rein. Zack. So. Da geht's noch weiter. Da geht's offensichtlich auch noch weiter. Und der Rest ist egal. Ja, coolio. Kleine Kommandozentrale. Nicht, dass es Sinn machen würde, aber alles eine Frage der Immersion, ne? Was machst du da hinten? Du kannst auch weg. Du bist sinnlos und... Du bist nachher auch sinnlos. So, dann Wände. Man soll erschlagen werden von dem Ganzen, einfach weil ich es geil finde. Zack. Zack, zack, zack.
Irgendwie machen wir da irgendwann nochmal einen Eingang hin, aber jetzt ist da erstmal alles dicht. So. Das frisst mir jetzt aber gerade doch ein bisschen viel Ressourcen. Meine Güte. Ah, bis hier und dann sind wir glücklich, oder? Ja. Soll reichen. Markus ist leicht ablenkbar, macht schon wieder Sachen, die er gar nicht machen wollte. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir aus dem schönen Quarz machen können. Ich vermute einfach mal. Oder muss ich das erst erforschen? Wahrscheinlich muss ich das erst erforschen, ne? Zip. Da können wir machen Kristallquarz. Ah, Kristallquarz und Kieselsäure. Okay. Und dann habe ich wahrscheinlich erstmal nichts, was ich da weiter daraus mache. Nö. Na, ist ja super. Das braucht 37,5. Na komm. Und das braucht 22. Und schickt raus 37,5. Ich sehe jetzt irgendwie keinen Sinn darin, das hier hinzubauen. Ich glaube, deswegen mache ich das jetzt einfach auch nicht. Also irgendwas Sinniges werde ich damit garantiert anfangen können irgendwann. Aber jetzt nur das bauen, um es zu haben, ist irgendwie auch TINF, oder? Ja, halte ich für TINF. Ich meine, coole Ecke da, aber wir haben noch viel mehr andere Sachen zu tun. Und da gehen wir heute mal ausnahmsweise, obwohl ich kann gleich wieder ein bisschen auffrischen, Eisenplatten und Beton. Dann gehen wir erstmal zu dem neuen, was ich habe. Das finde ich nämlich, glaube ich, ganz cool. Und das wird euch eventuell auch gefallen. Also in der Gruppe habe ich jetzt schon mal ein paar Bilder gepostet. 1, 2, 3. Ah, das war ein bisschen viel. So, und dann nochmal ein paar Eisenplatten. Zack. Und den Stack machen wir voll. Kabel habe ich auch genug. Und dafür steigen wir einmal in den nicht. Wir steigen mal in den ein. Zack. Der dürfte uns jetzt erstmal einmal nach, genau, da hinten bringen. Sehr schön. Klappt, wie es soll. Denn ich habe in eurer Abwesenheit ein bisschen gebastelt. Ich hatte ja an dem Wettbewerb schon angefangen teilzunehmen mit dem Staudamm. Und habe da mein Bildchen jetzt auch schon eingereicht. Und irgendwie war ich dann voll auf, ich habe Bock noch weiter zu bauen. Und habe mir das natürlich gegönnt. Und dabei ist das da entstanden. Unser neues Zwischenlager, das falsch gebaut ist, sehe ich gerade da oben. Der ist ja kacke. Das nervt mich ja. Moment. Das müssen wir nochmal korrigieren. Zack und zack. Und dann haben wir da einmal nochmal die Fundamente dran, die da hingehören. Das sind die hier. Aber richtig rum, bitte. So müsste stimmen. Und so. So, das ist mein kleines Rundlager tatsächlich. Ich mache mal Licht an hier. Und das ist noch an nichts angeschlossen, soll aber ans hinteres Zentrallager geschaltet werden. Und Mann, komm schon. Ne, und ich habe dafür tatsächlich einen kompletten Rundbau erschaffen. Der im oberen Stockwerk alles fleißig wegschreddern soll. Aber das noch nicht tun kann, weil er noch keinen Strom hat. Klick und klick. Irgendwann hat er dann Strom. Und das läuft folgendermaßen. Hier kommen irgendwann die Ressourcen rein. Da ist schon der Eingang. Alles schon vorbereitet. Und den steht hier schön im Rondell. Ein Lager mit den wichtigsten Sachen. Zumindest irgendwann mal. Hinten wird alles aufgeteilt über intelligente Splitter. Ne, hier haben wir Eisenrohre, Eisenplatten, dann haben wir hier Stahlrohre, Stahlträger, dann müssten Stahlbeton, nee, Beton, dann Stahlbetonträger, verstärkte Eisenplatten kommen hier rein, Rotoren, Turbodraht, Kabel und Draht, ganz normaler.
Und wenn das alles angeschlossen ist, sollte das hier wieder fein säuberlich vorne rauskommen. Und im Zweifelsfall ist hier nach hinten weg immer einmal so eine Überschussleitung, die das Ganze dann ein Stockwerk höher bringt. Da kommen wir hier rein. Deswegen dieser komische Glaskasten davor. Ich habe einfach keinen schönen Weg gefunden, da eine Treppe hochzubauen. An runden Gebäuden ist das so eine Sache. Und dann kommt das hier alles fleißig zusammen. Müsste auch für jedes jeweils eins da sein, ja. Und wird dann hier in die beiden Schredder geführt, die wir haben. Die allerdings noch keinen Strom haben, der jetzt aber gerade hier hochgeliefert wurde. Zack, Nummer Uno. Und da müsste ich eigentlich rumbauen für, ne? Das sieht ja so scheiße aus. So, machen wir das fix. Daran soll es nicht scheitern. Na komm. So, dann kriegst du von da Strom. Das sieht mir sonst zu blöd aus. Wenn ich mir hier schon so viel Mühe mit der Optik gebe und nicht nur einfach einen Klotz hinknalle, dann kann man es auch gleich einmal vernünftig machen. So, damit läuft dann noch der zweite. Ja, und das wird dann, wie gesagt, das neue Rundlager. Wenn ich mehr Leben hätte, könnte ich hier runterspringen, aber so muss ich leider laufen. Ja, und dann gab... Was ist denn hier kaputt? So ein Scheiß. Mama. So. Damit das auch passt. Ja, wie ich finde, eigentlich ganz schick geworden. Haut gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Hier ist dann gleichzeitig auch mein Stromverteiler hier. Gibt mittlerweile nach da hinten den Strom weiter. Und womit wir dann auch schon beim nächsten Bauwerk wären. Das wäre nämlich mein kleiner süßer Staudamm hier hinten. Zack. Ich hoffe, mir begegnen hier nicht zu viele Viecher. Mein Health geht nämlich gegen Null, nachdem ich ein paar Mal da bei diesem blöden Staudamm verreckt bin. Hier, ein paar Nüsse könnte ich mir reinhelfen. Hm. Ach komm, das ist doch scheiße. Dahin. Nom, 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 nom. Oh, eine Schnecke. Schau mal eine an. Die nehmen wir doch noch mit. Und da seht ihr ihn auch schon. Mein kleiner, süßer Staudamm. Ne, alles recht easy gehalten. Einfach nur eine Wand vorgezogen. Und da oben geht noch eine Gangway lang. Da müssten wir jetzt aber einmal hochrennen. Wenn wir auch da hinkommen. Der sieht echt massiv aus. Der steht da echt cool. Der gefällt mir. Ne, wenn ihr dazu ein Tutorial nochmal haben wollt, richtig, wie der gebaut wird, schreibt mir das in die Kommentare. Dann nehme ich das nochmal extra auf. Ne, wie ich den da hochgezimmert habe. Und werde mir eine schöne andere Stelle suchen, wo ich dann noch einen brauche. Und ich werde einfach alle meine Lager so bauen. Weil ich das einfach, das lockert einfach alles nochmal schön auf. Sieht schön wuchtig aus, wie es mit einer Lagerhalle nun mal so ist. Und ja, dann führe ich das einfach nochmal vor. So, dann habe ich noch keinen richtigen Weg zu meinem Staudamm. Das ist eigentlich auch ein Unding, oder? Man könnte ja wenigstens mal eine Straße hinbauen. Und dann haben wir hier den Staudamm und nicht mal eine richtige Tür. Nur hier so ein Mumpelsding. Hier hoch geht's in die... Geht's hier hin? Ja, in eine Steuerzentrale. Ne? Schön mit Blick auf den einen Katerium meiner. Und hier auf den Wasserfall. So mehr oder minder. Oh, Autosave. Ich wollte sagen, schon so viel Zeit rum. Nein, erst 20 Minuten. Das Spiel lief nur eine ganze Weile. Und ja, theoretisch hat man hier einen Blick runter, der M aber nicht sonderlich viel bringt. Wir sind jetzt in dem Turm hier. Und düsen jetzt. Was ist das denn? Das geht aber gar nicht. Moment. Plock. So, besser. Ne, alles in weiß-blau gehalten, fand ich ganz passend für ein Wasserkraftwerk im Ende. Dann hätten wir hier, kann man dahinter, da kann man noch Turbinen setzen. Ne, sprich, werde ich wahrscheinlich sogar noch machen und das Bild nochmal einreichen. Mit Pumpkraftwerken, beziehungsweise Pumpen, weil es einfach sinnvoll ist, wenn ich jetzt hier gerade hin. Genau, hier ist die untere Steuerzentrale. Hier dann auch tatsächlich mit Blick auf den Damm. Finde ich ganz cool. Sieht tatsächlich so aus, als wäre da eine Schleuse offen und das Wasser würde laufen.
Und dann ist da oben nochmal eine Steuerzentrale, aber die habe ich tatsächlich nicht ausgebaut, also keine Gerätschaften oder so reingestellt. Und für so eine Deko-Sachen eignen sich einfach hier die MAM und die Werkbank ganz gut. Die sehen so ein bisschen so aus, als könnte man damit irgendwas steuern. Ja, es ist nicht viel Abwechslung, aber immerhin ein bisschen. Dann hat man hier außen nochmal die Möglichkeit, ein bisschen rauszugucken. Theoretisch müsste man von hier hinten sogar die Basis sehen, genau, mit dem Speicher. Also der ist schon wuchtig, ne? Dagegen wirkt der Weltraumlift fast klein. Krasser Scheiß. Der sticht erstmal aus allem hervor. Ja, und dann ist das mein Staudamm. Hier läuft Katerium. Theopraktisch. Und jetzt komme ich hier natürlich nicht hoch. Vermaledeit noch eins. Komme ich hier hoch? Ja, hier komme ich hoch. Und dann nehmen wir einfach die Abkürzung. Ja, das wäre mein Staudamm. Ne? Man guckt ja, wie man sich einbringen kann. Und ich fand ihn so ganz schick. Ich hätte ihn lieber noch ein bisschen breiter gehabt. Das war aber mir zu zeitaufwendig zu dem Zeitpunkt einfach auch. Weil ich nebenbei immer noch ein paar Sachen mache. Oh, da haben wir nochmal Kalkstein. Und ja, jetzt könnten wir theoretisch einmal nach Öl suchen, oder? Macht das Sinn? Nee, das macht noch keinen Sinn, denn ich habe was festgestellt. Unsere Stahlproduktion ist zu gering und unsere Eisenstangenproduktion, die würde ich gerne nochmal einmal ein bisschen aufmotzen. Damit mein schönes Lager hier auch was bringt. Wo ist es? Da ist es. Denn was habe ich davon, wenn ich da theoretisch Sachen einlagern kann, aber da nichts ankommt, weil das Zentrallager nicht voll ist. Nee, das wird tatsächlich immer eine Voraussetzung sein. Ich werde den Schredder da oben wegnehmen, weil ich jetzt die beiden da im Nebenlager habe. Und werde von den Bändern, die werde ich zurückführen nach da hinten. Und wird alle Überschüsse dann da hinten nochmal einlagern, beziehungsweise das, was da nicht eingelagert wird, kommt denn da direkt in den Schredder. Ne? Und das halt alles nur mit den Überflüssen, die hier rausgehen. So, aber was ich jetzt gesehen hatte, das sind Eisenplatten, Eisenstangen, nehmen wir mal einen Container voll und irgendwas war es noch, genau, Kupferdraht. Das werden wir auch nochmal ein bisschen aufstocken. Ne? Kabel, meine ich, habe ich en masse. Ja, bis zum Ghetto. Ne, die müsste ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen erweitern. Rotoren habe ich ziemlich viele schon. Eisenplatten nicht ganz so viel. Die könnte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen erweitern. Aber wir fangen an mit den grundlegenden Sachen. Und das sind Eisenstangen, Kupferdraht und was war es noch? Eisenstangen, Kupferdraht, das war es eigentlich schon. Habe ich genug. Ja. Und Stahl, genau. Ne, das ist. Ja, mittlerweile ist ein bisschen was. Na gut, Stahl brauchen wir vielleicht doch nicht unbedingt. Ja, nein, vielleicht. Ach, ich mag Kekse. Ne, wir machen jetzt mal nur Eisenstangen und Kupferdraht. Und das würde ich sagen, machen wir da, wo es sowieso schon steht. Beziehungsweise klatschen das hier irgendwo mit raus, mit ran. Problematisch ist, dass Kupfer hier, glaube ich, voll ausgelastet ist. Haben wir da noch Kapazitäten frei. Der schießt raus 120 und wir nehmen ab. Nö, da können wir locker nochmal einen mit ran spaxen. So, warte mal. Kommen 60 raus. Du machst gar nichts. Warum machst du denn gar nichts? Solltest du nicht irgendwas machen? Hier macht einer einfach keinen Draht. Was soll das denn? Kein Wunder, dass da nichts ankommt. So, haben wir 30. Moment mal. So. Jetzt muss ich doch erstmal gucken hier.
So, du machst. Du nimmst wie viel ab? 15, 30. Dann sind wir bei 50. Und 60 haben wir raus, oder? Ja, dem passt das ja alles. Mit doppelt so viel Kupferdraht hat sich das Kupferdrahtproblem, glaube ich, gerade erledigt. Da dürften wir jetzt gleich genug haben. So, warte mal. Du brauchst Kupferdraht und machst daraus Kabel. Was machst du hier? So, wo geht denn das hin? Achso, das wird hier... Ah. Moment, das geht hier rein. Und dann... Achso, ja, wird halbiert, ne? Mehr Kabel. Und hier steht das schon. Warum steht das denn? Oh, hier ist ja alles voll. Warum? Also. Ah ja, jetzt kommt der Rückstau. Alles cool. Soll es auch sein. Das heißt, genau, hier wird umgeleitet ins Zentrallager. Sehr schön. Gut, erstes Problem gelöst. Das ist ja herrlich. Das ging ja ruckzuck. So, hier steht... Was ist hier los? Hier kommen offensichtlich zu wenig... Nee, geht. Ja, geht halbwegs, ne? Die kriegt doch garantiert zu wenig Stangen hier. 77%. Der braucht mehr Stangen. Der braucht dringend mehr Stangen. Okay. Das ist ja ein relativ easy lösbares Problem. Wo gehen denn die ganzen Stangen hin? Kann sein, dass hier alles steht? Nee. Ach, die gehen alle hier rüber. Und die gehen danach da. Okay. Das heißt, der hier braucht nochmal ein Upgrade. Und der hat eigentlich schon von hier mehr bekommen. Hm. Haben wir denn hier Puffer? Recht eindeutig. Wir hauen 30... Wir hauen 60 raus. 15, 30. Und verbrauchen aber auch 60. Eigentlich haben wir da keinen Puffer mehr, ne? Warum ist da keine Wand? Was soll das? Kleinschludrigkeiten hier. Kann man nicht angehen. Zack. Richtig rum? Ja. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Eisen. Wo holen wir das am besten her? Wie ist hier die Auslastung? Wahrscheinlich auch nicht so perfekt, ne? 74. Naja. Nehme ich einfach mal hin. Da oben wurde... Da wollte ich nie wieder rein. Daran erinnere ich mich noch. Nein, da will ich nicht mehr rein. Das ist ganz ätzend. So, das heißt, ich müsste da einmal nach oben. Gucken, was da abgeht. Ne, das ist das Kuddelmuddel. Hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich rein. Was passiert denn hier? Zip, zip, zip. Hier werden Eisenrohre produziert. Und wo gehen die hin? Ach, und Schrauben. Okay. Was bist du denn? Ha! Kiste Nummer 9. Lucifer, 9. Okay, wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge Eisenstangen. Du haust 15 raus. Du hast Platten raus. So, ihr braucht 7,5. Das passt eigentlich. Und du machst... Du bist gar nicht voll ausgelastet. Ich habe hier gar nicht genug Eisenbarren. Ja, das ist natürlich ein Problem, ne? So, du haust raus 30, du brauchst 20 und du brauchst 15. Damit sind wir ein bisschen im Minus, das funktioniert ja so nicht. Boah, die alten Förderbänder gehen mir ein bisschen auf den Keks, ne? So, das sollte jetzt schneller gehen. Dann würde ich sagen, bauen wir hier noch einfach mal aus. Wir hauen hier noch eine Linie ran. Die Eisenstangen brauchen 15 und der haut 30 raus.
Ja, denn hauen wir hier noch eine Schmelze hin. Zip. Und dann erhöhen wir doch mal ein bisschen den Output. So sollte es passen. Zack, Veranda. Das ist wieder bei eng. Da muss ich mir was überlegen, dass ich die hier reinkriege. Wir lassen da mal ein bisschen Luft. Gehen da so weit rüber, wie es geht. Lassen da auch ein bisschen Luft. Ha, Kiste Nummer 10. So langsam kriege ich sie alle zusammen. So, dann haben wir hier einmal einen Splitter hin. Ja, das ist in Ordnung. Wir gehen hier ran. Und oh, wie mache ich denn das? Das nervt mich jetzt schon. Das nervt mich jetzt schon. Ich will den Weg hier nicht so zuknallen. Kriegen wir das hier hoch? Nee. So, Moment. Da ist ja jetzt einiges schiefgelaufen. Das kann ich keinem Menschen präsentieren, was da jetzt gerade passiert ist. Also machen wir einmal einen Cut und ich fasse das einmal da zusammen, wie das gerade abgelaufen ist. Und das will ich euch nicht antun. Das ist eine Dreiviertelstunde einfach nur Mumpels. Also, so sieht's aus. Und weil das absolut der Scheiß ist, zeige ich euch jetzt einmal kurz das Ergebnis gleich. Und dann machen wir anderweitig weiter, denn das ist Kacke und wir machen jetzt was Schöneres. Wir sortieren hier nämlich ein bisschen unsere Eisenlinie. Aber vorher einmal das, wie es geendet hat, ist noch immer nicht die optimalste Lösung, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser. Er geht mir echt auf den Trichter. Ich weiß nicht, ob es was bringt, ihn umzubringen. Kann mir das mal einer sagen? Ich habe jetzt hier letztendlich einen dicken Container rangeflanscht, den ich jetzt mal einmal hochlaufe. Und dann läuft das hier einfach so rüber, da rein. Und damit haben wir die Produktion ein bisschen erhöht. Hier kommt es dann raus. Und jetzt komme ich hier gerade nirgends rein. Also machen wir einmal fix so. Zack. Und das Ganze steht hier relativ konfus. Ne, wir werden für das Nebenlager bzw. fürs Lager nochmal eine Nebenproduktion einfach aufmachen. In einer anderen Halle, weil mir das so einfach zu sehr auf den Trichter geht. Und ja. Das läuft dann halt nicht da hinten der Produktion zu. Das ist mir aber auch relativ gleich. Ich will das vor allem dafür haben, dass wir das Lager irgendwie voll kriegen. Jetzt werden wir hier erstmal die Eisenlanes so ein bisschen entlasten. Und damit wir die Ressourcen, die ich da hinten abbaue, frei bekomme und durch die meine hier ersetze. Weil ich habe die hier so lustig stehen und kann mit denen tatsächlich überhaupt nichts anfangen. Was ja mal totaler Bullshit ist. Das heißt, einmal kurz ist hier Sense. Wir geben... Wieso zeigt er mir eigentlich nicht an? Achso, weil das nicht inline sein kann, wa? Wir hoffen mal, dass es so reicht. Ja, das reicht. Sehr schön. Dann bauen wir hier einmal einen Merger hin. Und... Quatsch, bauen wir dann hier hin. Und hier auch einmal. Auch möglichst inline. Ich glaube, das kommt am ehesten hin. Der das Ganze nach hier weitergibt. Wir haben hier eine Abnahme von 135 Eisen, was ja auch relativ easy gemacht sein sollte. Jetzt brauchen wir hier noch die richtige Höhe. Das müsste es sein. Wir geben das Ganze einmal hier rüber und haben dann auf dem Band definitiv genug Eisen, sodass wir das da eigentlich wegreißen könnten.
Was wir, glaube ich, auch machen. Gut. So, damit da erstmal keine weitere Abnahme ist. Machen wir auch im Speziellen. So, und dann kann das hier ganz normal weiterlaufen mit ausreichend Eisenproduktion. So, dann haben wir hier hinten noch einen. Gucken wir einmal, wo wir den hier reinspielen. Und wie viel wir da brauchen. In die Halle geht, glaube ich, nichts weiter an Eisen rein, oder? Das ist Kupfer, das ist... na, wie heißt es noch? Ich komme nicht drauf. Na komm, sag's mir. Katerium, genau. Und... hier haben wir tatsächlich nur Kupfer und Katerium drin. Das ist abgehend. Was produzieren wir denn hier? Nur Turbodraht? Ja, hier unten Turbodraht und da oben dann wahrscheinlich entsprechend Brut. AI. Hier kommt Kupfer. Da werden Platten draus und der braucht nur Kupferblech und Turbodraht. Perfekt. So, das heißt, wir nehmen nur hier hinten noch Eisen ab. Und hier aber, glaube ich, auch eine ganz schöne Menge. Oh ja. Eins, zwei Schmelzen macht 60. Nur zwei Schmelzen? Ja. 120. Das ist ja schon mal ein ganz schöner Schwung. Und ich glaube, dann geht es hier noch irgendwo hoch, oder? 120. Und hier oben nochmal. Tülütütü. Oh ja. Und nochmal 120, 150. Da zum Glück nicht. 150, halt, hier muss ich ran. Und dann 240. Das wären genau zwei meiner, wa? Das ist ja ein Ding, ne? Da komme ich mit dem einen natürlich gar nicht hin. So, das ist die Frage. Lasse ich jetzt den Stahlbeton ein bisschen ruhiger laufen oder die, was produziere ich denn da? Motoren. Ich gehe einfach mal auf... Ne, den Stahlbeton will ich eigentlich voll Lotte haben. Kann ich von noch irgendwo... Von welchem Band nehmen wir eigentlich? Das wäre ja erstmal interessant zu wissen. Von zwei verschiedenen, okay. Einmal von dem obersten. Ne, das ist Kohle. Also einmal von dem. Auf dem Band brauchen wir entsprechend, das waren zwei Schmelzen und zwei Gießereien. 90 und 60, ne? Ja. 90 und 60 macht 150, was für eine Scheißzahl. Wir könnten das natürlich so umlegen, dass die vom gleichen Band nehmen. Wobei das dann nicht richtig aufgesplittet wird. Das führt hier alles zu Komplikationen. Wir nehmen das auf jeden Fall hier weg. Obwohl, das ist alles intern geregelt. Das ist nur das eine Band, das es dann aufsplittet. Dann gehen wir doch hier ran. Das ist doch viel sinniger. Und holen... bringen da das Eisen hin. Das heißt hier einmal ein Merger. Zack. Ich hätte das gern weiterbilden. Geber. Zack. Ach komm. Stehst du falsch rum? Ja. Einmal kicken. Nach
Wohin geben wir es aus? Ja, nach da. Nach da ist gut. So. Was war das denn jetzt für eine Nummer? Achso, der steht noch falsch rum hier. So, den weg. Das weg. Das weg. Mit dem auf eine Reihe bringen. Einmal zurechtdrehen. Daran. Fahrstuhl hoch. Darüber. Das hier kann so bleiben, das finde ich nicht weiter wild. So, und dann müssen wir das da noch irgendwie zuliefern. Da oben liegt auch noch so viel Kohle. Geiler Shit. So viel Kohle, die ich hier hinten überhaupt nicht mehr brauche. Das können wir nachher gleich mal entschlacken. Da ist ja noch alles dran, das ist also kein Problem. Wo wird denn von der Kohle was weggenommen? Doch eigentlich nur da ganz hinten, oder? Nee, nicht mal da. Also die beiden obersten Lines können eigentlich komplett weg. Die sind völlig für den Arsch. Die können wir anderweitig irgendwie nutzen. Erstmal wieder einen Überblick habe. Das ist so voll gebaut, dass ich selber nicht mehr durchsehe. Das ist dezent suboptimal. So, weg damit. Du auch weg. Da hinten brauchen wir definitiv keine Kohle mehr. Da noch zwei drauf, die wir nicht brauchen. So. Dann das Band da drüber. Wo wird das denn abgenommen? Da wird nur das hintere abgenommen. Okay. Da ist hier ebenfalls nichts. Das heißt, du bist hier auch total sinnbefreit. So, das kann jetzt mal noch stehen bleiben. Was liegt da überhaupt drauf? Da ist auch Kohle drauf. Und da wird zumindest aber mal was weggenommen. Nee, das, was liegt denn da? Ist das Kupfer? Zip. Das ist Eisen. Nee, ich meinte das hier. Und das ist definitiv Kohle. So, können wir die Kohle auch woanders hernehmen? Muss das auf dem Band liegen? Ja, muss sie. Okay, damit kann ich leben. Ach komm schon. Gut, das Band läuft also weiter. Das ist Zufuhr für die Dings hier. Fürs Lager. Wobei ich da eigentlich auch mal gucken kann, ob ich das vielleicht unterirdisch irgendwie abführen kann. Was haben wir denn hier? Wie viel Platz haben wir hier drunter? Das ist ja ein bisschen. Wie viel haben wir hier hinten noch? Auch genug. Okay. Das werden wir vielleicht nochmal umändern. Aber erst einmal schließen wir jetzt das Eisen hier an. So, der bleibt da dran. Ja, kriegt er noch von dem anderen Band da Zufuhr. Ich hoffe, das reicht auch. Läuft das da durchgehend? Ja, das läuft schön sauber durch. Stockt ab und an. Das heißt, da kommt also definitiv genug an. Das heißt, das kann ich dann nachher auch mal absplitten. So. So, dem schicken wir dann aber nochmal was drauf. Nämlich von dem hier. Die Frage ist nur, wie spielen wir das da ein? Ich sehe gerade, wo wird denn von den beiden das letzte Mal abgenommen? Da hinten. Das heißt, das hier ist fast komplett tot. Da gibt es keinen Abnehmer.
Weg damit. Weg damit. Weg damit. Nee, das muss stehen bleiben. Weg damit und geht tatsächlich nur hier einmal. Nee, da kommt Eisen dazu. Das kommt ja von hier. Allerdings auch zu wenig. Aber gut, sobald wir den hier... Obwohl, den können wir doch übertakten. 135 braucht er. Haben wir eine Schnecke da? Wir haben eine Schnecke da. Einmal in die Werkstatt. Zack. Mach mal eine fertig. Ich habe da vorne eine Schnecke gefunden. Hier geht's nicht. Hier geht's. Dankeschön. Ich krieg Kaffee an den Computer. Ist das nicht schön? Nicht genug Platz im Inventar. Ja gut, das können wir ändern. So. Dann hauen wir hier einmal die Batterie rein. Ziehen den auf. Ja, kann ja 180 liefern, ist ja Lachs. So, dann hämmert der 180 raus. Was dafür auch genau reicht. Und die beiden befeuern dann hier hinten die Line. Das müssen wir dann auch gar nicht so kompliziert machen. Ich kontrolliere nochmal. Keinen anderen Abnehmer. Geht hier gerade durch, geht hier gerade durch. Nö. Dann geht das jetzt hier rüber. Und der könnte dann eigentlich auch weiter runter. Ah, wie mache ich, dass das nicht ganz hässlich ist? Meine Güte. Am besten hier einen Fusionator ran. Der das nachher daher holt. Ich weiß, da kreuzen sich noch Bänder, aber das ist nicht weiter wild. Ach. Natürlich habe ich den hier falsch gebaut. Das kriege ich ja nie sauber hin. Moment. Nochmal weg. Den. Aha. Okay, mit was läufst du da? Ah, mit dem. Sehr schön. So, wo gibt es denn nach da raus? Das geht mir denn eigentlich zu sehr in den Weg rein, ne? Das ist eigentlich ziemlich uncool. So, mit welchem bist du denn da jetzt parallel? Ich hoffe mit dem da. Nee, das gefällt mir so nicht. Wir machen es doch so, wie es war. So. Was ist denn da passiert? Zack. 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 Und daran. Und wir reißen lieber dich ab. Ja, das müsste hinkommen. Dann da. Gucken, dass wir das sauber rauskriegen. Da haben wir Gefälle. Nochmal. Ein bisschen höher, bitte. So geht's sauber rüber. So, jetzt können die auch wieder abführen.
Und jetzt gucken wir noch, dass wir das oberste Band irgendwie entschlackt kriegen. Was läuft hier? Kohle. Kohle können wir ja ohne weiteres ein tiefer setzen. Nach da rausgeben. Haben wir doch durchgehend das Band eigentlich fast frei. Ja, das gesamte Band kann ein tiefer. Halt, wir müssen mal hier gucken. Da haben wir nur das hier einmal komisch im Weg. So, wie machen wir denn das? Wo kommt denn die Kohle her? Ist auch ein Kuddelmuddel hier, ey. So viel, was wir nicht brauchen. Erstmal gucken, dass wir hier alles ein bisschen weg haben. Was wir nicht brauchen. Ja doch, du kannst weg. Du auch. Und du auch. Dann brauchen wir mal ein bisschen Überblick, den wir hier überhaupt nicht haben. Wir klettern mal hoch. So. Du kannst weg, du kannst weg. Du kannst... Nee, du... Ach, scheiße, ey. Das ist das Problem. Man kann es halt nicht wieder demarkieren, glaube ich. Das ist ein bisschen doof. So, weg. 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 Ja, nehmen wir erstmal so weg. Machen wir wieder neu und dann ist gut. Und da habe ich schon wieder so eine grässliche Kiste. Einmal ein Auffangbehälter, bitte. Organisation. Quatsch. Hier. Komm ich da ran? Bitte, bitte. Komm. Werd fertig. Ach, scheiße. So, raus, 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 raus. Und dann sieht das gut aus. Den erstmal wieder entsorgen. So. Das Band hier brauchen wir. Das läuft dauerhaft. Und läuft dann bis hier durch. Was aber problemlos einen runter könnte. Richtig? Richtig. Ja. Was wir dann auch machen. Boah, das ist ein Gefrickel, ne? Scheiß noch eins. Wo kommt denn der Spaß her? Nur eins runter, hier sind vier. Hier sind dann nur noch drei. Okay, eins runter reicht also. Da liegt aktuell Erz drauf. Das heißt, wir müssen das auch komplett abreißen, einmal. Damit uns hier nicht gleich die Anlage verstopft. Das weg. Und das weg. Und... das weg. Das ebenso. So wie das. Boah, wie viel Tinnef hier läuft. So, und dann brauchen wir auf dem Band Kohle. Hier nehmen wir noch die Kurve mit. Ja, hier nehmen wir noch die Kohle mit. Hier verteilen wir das nachher ein bisschen. So, und dann kannst du da runterlaufen. Obwohl, nee, nee, doch. Ja.
hier hin. Dann dahin. Von da nach da. So. Zack. Nach da. Nach da. Und dann haben wir hier einmal im Weg. Aber eigentlich auch nur wegen dem da. Das nehmen wir mal alles raus. Das auch. Das auch. Oh, vorne ist gebaut, ne? Super gut. So. Kriegt von da rein, geht nach da raus. Können wir eigentlich auch so machen. So, ist damit auf einer Linie. Geht hier ran. Dann kommt ich einfach hier. Und der gibt das nicht da rüber, wie mir scheint. Warum nicht? Achso, nach da muss es. Okay. Das ist natürlich ein ganzes Stückchen höher. Kommt das hin? Nobody knows. Ist halt nicht gerade, ne? Das nervt mich dann doch. Wenn wir es hier direkt dran setzen. Oh, ich bin schon wieder voll, ey. Kackerz, ey. Das verstopft ja auch das Inventar. Oh, nee, die nicht. Den ganzen Scheiß schreddern wir nachher alles weg. Einmal sortieren. Da ist noch einmal. Und so. Alles nehmen. Alles nehmen. Dann machen wir mal einmal so. Das kommt doch hin. Sehr schön. So, das heißt, wir können hier mit unserer Kohle jetzt weitergehen. Nach hier, nach hier, nach hier. Nach hier. Und nochmal hier rüber. Was läuft denn auf dem blöden Band? Achso, irgendwas läuft da. Gut. Das wird auf jeden Fall genutzt. Oder? Nee, das steht still. Da war vorher die Kohle drauf. Okay. Da war vorher die Kohle drauf. Aber hier haben wir doch auch irgendwas abgenommen. Ah ja, die Kohle war davor. Gut. Stimmt so. Zack. Geht dann hier hin. Die ungültige Form. Willst du mich rollen? Das ist doch erstunken und erlogen. Kohle. Na komm. So, nochmal bitte. Wieso geht das nicht? Das ist doch scheiße. Ging da vorne auch. Nur ein höher. Wieso soll das jetzt nicht gehen? Erklär mir das mal, blödes Spiel. Wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal hier hoch. Das geht auch nicht. Ist das jetzt echt zu nah dran? Kann ich angehen.
nochmal weg. Wie habe ich das denn beim letzten Mal gemacht? Ich meine, das hat ja recht offensichtlich funktioniert. So, das geht. Jetzt geht das nicht. Scheiß, noch eins. Wer hat sich das denn ausgedacht hier? Das geht auch nicht. Das logischerweise auch nicht. Warum ist das denn jetzt so? Das ist doch scheiße. Ich meine, das ist eine Höhe. Kann nicht das Problem sein. Das passt doch genau. Wisst ihr was? Dann nehme dich einfach weg. Du Lump. Und setzen hier einfach ein bisschen weiter vorne. So einen hin. Und dann passt das. Das geht eh nirgendwo anders mehr hin und dann läuft das wieder. So. So, das war der alte Kohlemerger. Der kommt dann entsprechend weg. Und dann sitzt das erstmal. So, dann haben wir hier oben nur noch die Abfuhr fürs Lager. Die werden wir gleich nachher gleich ändern. Das heißt, du kannst weg und du kannst weg. Das ist ja der Wahnsinn. Und hier läuft auch nur eine Line. Die dann theoretisch da hinten wieder rauf könnte. Wo kommt die denn her? Rödel, rödel, rödel. Das ist Eisen, oder? Nee, Kupfer. Und das Kupfer können wir auch ohne Probleme umlegen. Da muss aber eine Menge Kupfer drauf laufen. Meine Güte. Achso, ein Katerium haben wir auch noch. Okay. Gut, dann lassen wir die beiden. Die dürfen bestandstechnisch da bleiben. Aber den ganzen Schnulli hier brauchen wir nicht mehr. Das kann auch weg. Das kann weg. Und das kann weg. Und hier hinten brauchen wir das auch nicht mehr. In Ermangelung an Abnehmer. Das haben wir doch mal herrlich entschlackt. Das ist ja mal die ganze Ecke weniger, was hier jetzt rumfliegt. Ja, schön. Und ich glaube, es läuft noch alles. Kohle wird fleißig weiter abgenommen, okay. Kupfer haben wir auch genug da, Eisen haben wir genug da. Schön. Da führt noch eine ins Leere. Moment. Aber die... Das Band ist auch leer. Was sollte hier denn abgenommen werden? Okay, nix. Mehr nix. Da oben wird irgendwas abgenommen. Aber was ist das? Oder was sollte das sein, besser gesagt? Kohle. Kohle sollte da abgenommen werden. Wird's aber nicht. Achso, muss ich noch umbauen. Logo. Das bleibt da. So. Zack. Zack. Wird da noch irgendwo Kohle abgenommen? Ja, da hinten wird auch Kohle abgenommen. Okay. Oha, wenn das mal was wird. Ich brauche jetzt eigentlich nur, um hier den Punkt ziemlich genau zu kriegen. Zack. Dann kommt das weg. Und dann wieder ran.
Nanu. Ich da einen falschen gesetzt jetzt. Würde man Splitter brauchen natürlich. So. Jetzt sehe ich von hier natürlich wieder Kacke. Aber es sollte passen. Tada! Ne, ein zu hoch. Shit. Jetzt passt's. Sehr schön. Mal gucken. Wir haben ein bisschen Kohle dabei. Ne, hauen wir nochmal ab. Gucken wir, dass wir die Produktionsstätten wieder ein bisschen aufgefrischt bekommen. Dafür können wir den Scheiß jetzt wenigstens mal gebrauchen. Nicht, dass hier irgendwas ins Stocken gerät, das wollen wir auch nicht. War ja ein bisschen Ressourcenflaute zwischenzeitlich. Da kann man ja was gegen tun. Habt ihr überhaupt, ihr könnt gar nicht genug produzieren. Das ist ja auch geil. Ihr braucht 45 die Minute. Wie viel kriegt? Das sind keine 45 die Minute, da müssen wir gleich nochmal gucken. So, aber ihr seid voll. Du bist auch voll, okay. Gut, warum fließt hier aber so wenig Kalkstein? Weil das hier wahrscheinlich aufgesplittet wird, richtig? Richtig. Und wir brauchen da oben insgesamt 90 und irgendwo brauchen wir nochmal Kalkstein. Ja, schöne Alarmanlage, dankeschön. Ach, das ist unsere Betonproduktion hier hinten. Ja, da kommt er nie im Leben genug an. Wir holen mal noch zwei Batterien und übertakten den auch mal ordentlich. Und zwar mit richtig Schmackes. Der kann ruhig auf volle Lotte laufen. Damit will ich... Alter, was ist der jetzt hier draußen los, ey? Ne, wir haben hier jetzt so viele Schnäckchen gesammelt mittlerweile. Jetzt können wir das hier auch mal ein bisschen hochdonnern. Ach, jetzt habe ich den ganzen Scheiß natürlich im Inventar. Mann. So ein Mist aber auch. Weg, 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 weg. Sortieren. Danke. Ja, hier. Och, kommt, ey. Jetzt drehen hier natürlich alle frei. Und ich habe hier die ganzen Schlons in der Aufnahme. Ätzender Scheiß. So, einmal Batterien. Energiefragment. Und gib ihm hart. Zack, 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 zack. Dann haben wir doch gleich bedeutend weniger Bänder. Das ist ja herrlich. So, Keule, du machst jetzt Überstunden. Und zwar nicht zu knapp. Zack, zack, zack. Und dann hau mal raus hier. Ist das noch Mark 1? Das ist ein Mark 1. Geh mal wieder her. Warum ist das ein Mark 1? Das macht er. Das ist ja Blödsinn. Wo ist meine Werkstatt? Meine Werkstatt ist hier. Lass mich durch. Zack. Da. Machen wir mal fix fertig. Und dann rüsten wir das Teil mal auf. Mark 1 meiner. Ich glaube, wusch. Es hackt oder was? Zack. Ist doch schon Mark 2. Der fördert nur 60. Fehlt mir was? Nee. Wieso fördert der nur 60? Wir gucken mal einmal. Ach komm, das soll jetzt nicht dein Ernst. Nicht genug Freiraum. Was ist denn da im Weg? Ach komm schon. Muss ich jetzt echt hier
Nee, das war ein Mark 2. Wir nehmen mal hier kurz ein bisschen was weg. Bauen wir gleich wieder auf. Und was Emi hier nicht rummault. Meiner Mark 2. Wieso kannst du den ja jetzt nicht bauen? Ging da vorher auch. Was bist du? Kalkstein. Ist ja auch schon. Nicht genug Freiraum. Was hast du denn da nicht genug Freiraum? Was ist denn da im Weg? Steht auch nichts. Wie kann das denn sein, dass es vorher ging und jetzt nicht mehr? Das ist doch scheiße. Wir setzen die Fundamente mal neu. Beziehungsweise reißen die mal einmal weg. Und dann gucken wir nochmal. Auch nicht. Aber da ist nichts im Weg, soweit ich sehe. Jetzt geht's. So. Und dann nochmal. Jetzt. Na, siehst du wohl. Es geht doch. So, meiner Mark 2. Und weiter geht die Jagd. Jetzt übertacken wir das Baby noch ein bisschen. Auch nur 60. Warum produziert ihr nur 60? Das ist ja irre wenig. So. Wie immer sei, jetzt macht er mal 50. Das klingt doch mal gleich viel besser. Jetzt müssen wir unser Türmchen hier noch wieder hochziehen. Brut. Wende. Wende, Wende, Wende. Da eins hin, da eins hin. Okay. Vorher ging das. Das haben sie anscheinend durch einen Patch geändert. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja äußerst ärgerlich. Na, was trampelst du hier wie ein Trampeltier? Was denn? Ach komm, setz das darauf. Rauf, habe ich gesagt. Geht doch. So. Dann ändern wir das Konzept halt ein bisschen ab. Das ist ja auch nicht das Problem. Wohl müssen wir eigentlich auch nicht. Wir gehen hier einfach glatt rüber. Können wir das noch sehen? Ja. Schön. Ey. So. Zack, zack, zack. Ich lasse mich ja hier von so Kleinigkeiten nicht aufhalten, ne? Jetzt ist der Spinner im Weg, ja? Ich hab hier auch ein paar komische Teile, ey. Okay, mal gucken, ob ich das auf dem Schirm kriege. Strom. Strom aus Mark 1. Okay, nach da, nach da, nach da. Na, das wird ja was. Alles tot. So, komm. Ach, bitte, ey. Wie verbaut ist denn das hier? Von da nach da, von da nach da, von da nach da und von da nach da. So, sollte alles hier laufen. Der hat 4 Anschlüsse. Fein. Und dann sieht das hier doch gleich viel besser aus. Zack. Zack. Der ganze Scheiß kann hier weg. Brauchen wir nicht mehr. Oh, was suche ich denn jetzt? Ach, Kacke. Ah, das ist ja Mist. Das ist ja Mist. So.
das kann auch weg, das weg, das weg. Das, 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 das. Wer, wie, was? Der, die, das? Wieso, weshalb, warum? Zack. Und was wir damit anstellen, können wir dann irgendwann mal gucken. Weg den Scheiß bis hier vorne. Und weg. So. Bin schon wieder voll. Ja. Wäre schon wieder voll. So. Dann haben wir da hinten noch mehr. Ich will das jetzt nicht abbrechen, bevor hier nicht alles vorbei ist. Aber die Zeit ist eigentlich rum. Und zwar mehr als das. Länger gebraucht, als ich dachte. So. Das ist weg. Das, das, das. Und das. Nicht, dass ich hier mehr lösche, als weg soll. So. Haben wir hier noch irgendein leeres Förderband, das irgendwie nicht benötigt wird? Da liegt noch was drauf, aber das wird auch nicht mehr gebraucht. Oder? Nö. Ich glaube, das endet hier. Aktuell noch. Ja. Und dann reißen wir das gleich mit weg. Weg, weg, weg. Nicht wieder die Pumpen runterfallen, das wäre doof. So, so, so. So. Und dann haben wir hier fast sowas wie Ordnung entwickelt. Aber auch nur fast. So, so, so. Zack. Noch mehr von diesen Scheißkisten, ey. Was habe ich denn hier so viel liegen? Alles Mögliche. Scheiße, noch eins. Auf dem Beton, okay. Bevor ich wieder vollgeranzt werde, hole ich die Kisten da gleich weg. So. Das wird ja wahrscheinlich irgendwie Stahl sein oder sowas. Was haben wir hier? Eisenplatten. Ach komm schon. Eisenplatten und Stahl. Nun gut. Was ist hier mit dem Kupfer los? Wird nicht abgenommen? Doch. Langsam aber sicher. Okay. Bis auf, dass wir jetzt hier einen hässlichen Container rumstehen haben, ist das doch alles schon mal bedeutend weniger geworden. Das ist eine interessante Lösung, die ich hier gebaut habe. Warum sie so ist, weiß keiner. Hätte man auch schöner machen können, oder? Ich hätte es einfach hier außen gleich hochführen können, aber okay. Und die Enden beide hier. Hätte ich das jetzt recht anders machen können. Na, gucke mal. Das ist ja geil. Moment, da sehe ich doch gerade noch was. Das machen wir jetzt noch. Hier zwischen das Band ist frei, oder? Nee. Ich dachte, da wäre ein Laufband zwischen frei gewesen, aber leider nicht. Nee, ist genau eine Höhe. Schade. Wie dem auch sei. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Ordnung drin. Womit ich gar nicht mal so unzufrieden bin. Das hier wird in der nächsten Folge noch korrigiert. Das bauen wir auf jeden Fall anders. Das werden wir unter durchführen. Wie sieht das hier mit der Bodenhöhe aus? Selbst hier ist noch in Ordnung. Ich habe da echt großzügig gebaut. Das finde ich gut. Das heißt, wir werden hier drunter komplett Glas verlegen. Und dann kommt das einfach hier lang. Und sieht nicht mehr ganz so hässlich aus mit diesem in der Luft, jetzt in der Luft hängenden, muss man ja dazu sagen. Ekelband. Das können wir dann hier hinten einfach wieder rauskommen lassen. Obwohl, nö. Doch, ja, nein. Ich mag Kekse. Ich weiß es doch auch nicht. Ach komm, das machen wir noch. Das machen wir dann auch noch. Also zumindest vorbereitend.
Bis wohin müssen wir? Wir müssen bis... Wo ist dieses hässliche Ding? Bis hier. Zack. Weg damit. Und dann legen wir das da lang. Brut. Weg. Weg. Oh, ganz viele Kisten. Ganz viele Kisten. Ganz viele Kisten. Super gut. Ich hasse Kisten. Dann machen wir das mit der Tür hier nämlich einfach anders. Obwohl, wir können das einfach zur anderen Seite rausgeben. Okay. Oh, was gebe ich denn jetzt weg, ey? Ich kann einfach hier Fundamente bauen, dann sollte das ja wieder gehen. Kann ich das auch wieder aufbringen. Fundamente. Eins. Na komm, einer drunter, noch einer drunter. Den da weg. Ach komm schon, wo sind die jetzt gelandet? Herrlich. Wohl. Die verdecken die komplett. Perfekt, dann bleiben die jetzt weg. Kann ich nicht aufheben, okay. Machen wir ein andermal. Zack. Hier hoch. Bis nach hier hinten. Herrlich. So. Dann brauchen wir hier ein Band drauf. Kann ich die eigentlich jetzt noch aufheben? Ja. Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, einer geht, aber noch einer nicht. So. Dann kommt das eigentlich von da. Aber wir geben das jetzt nach hier unten aus. Ist hier aber die Treppe im Weg. Ja gut, das können wir einmal ein Stückchen weiter nach hinten ziehen. Gefällt mir das? Eigentlich nicht. Wieso steht hier eigentlich Turbodraht? Das dürfte eigentlich nicht sein. Hier wird Turbodraht geschreddert. Aber hier läuft gar nichts. Da sollte aber eigentlich Turbodraht laufen. Was machst du denn hier? Egal. Ach, das wird wieder so eine ultimativ lange Folge. Schön. Gut. Erstmal kommt das hier weg. Wenn wir schon dabei sind, kommt das auch gleich weg. Das ist scheiße. Das ist äußerst scheiße. Kann ich hier was hinbauen? Nein, da kann ich nichts hinbauen. Dann kommt hier ein Anbau ran. Nehmen wir mal die einmal. Zack, zack und zack. Hier drunter auch mal weg. So, so, so. Und da haben wir gleich ein ganz anderes Problem. Nämlich, dass ich das Band hier wahrscheinlich nicht rumkriege. So. Und dann bauen wir da drunter nochmal so ein. Esse. Kommen wir da tiefer irgendwie noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Mist, Mist, Mist. Kommen wir da an die Wand irgendwie ran? Dann musst du nochmal weg. Schon wieder ein Autosave. Komm, nerv mich nicht. Ach, immer dieses Gefrickel, ey.
Shit. Dann ragt das wahrscheinlich darüber, ne? Ja, das ist ja auch scheiße. Naja, gut. Dann ist das eben so. Wo waren die blöden Wände? Das ist eine Tür brauchen wir nicht. Wir brauchen das hier. So und so. Weg damit. Und auch wieder weg, weil ich es ja wieder anschließen muss. Nee. So und so. Dann läuft die Abfuhr. Darunter scheißen wir einfach mal drauf. Obwohl, da können wir gleich eine Platte draufsetzen. So. Wand hier hin. Und dann kann hier ein Lift rein. Gott, das wird doch wieder irre frickelig. Na? Passt nicht, okay. Einmal zu hoch. Das ist doch scheiße. Das machen wir anders. Ach, das passt auch nicht. Ehrlich, das ist doch jetzt Kacke. Wenn wir so machen. Passt das genauso wenig. Ja, dann ist das halt einmal so, muss das einmal so gemacht werden. Dann bauen wir einfach das weg, das auch weg, gehen da an den Merger ran. Wo wir jetzt natürlich nicht rankommen. Ach, komm schon, ey. So. Das ist ja scheiße. Naja, gut. Aber erstmal, dass wir es ans Laufen kriegen, ist das okay. Mal so. Und so. Sehr schön. Nee, das war einmal falsch rum. Scheiße. Oh, habe ich da gleich wieder alles voll liegen unten. Okay, einmal weg damit. Einmal alles aufnehmen wieder. Und dann müssen nämlich erst die Platten dahin. Das ist ein bisschen blöd gelöst. Wie? Da reicht. Ach, weil du da schon stehst. Ja, natürlich. Glas und auf geht's. Kann ich mich da gleich schön unten durchquetschen. Na komm. So, dann müssen wir hier einmal komplett langlaufen können. Was ich bei diesem tollen Stein natürlich gleich nicht kann. Aber egal, dann wird das erstmal weg. Oh, das reicht. Da unten noch Platten lang. Damit das hier auch alles schicki ist. Ach, Quatsch. Kommen dann nachher große Platten. Hier auch eine Platte. Und Logistik, das wird schon wieder so eine irre lange Folge, ey. Nur das hat man davon, wenn man es verkackt. Mittig bitte. So ist mittig. Brauchen wir hier eine Stütze, da eine Stütze und hier eine Stütze.
Und dann kommt hier nachher nochmal ein Gebäude hin, in dem das Ganze rausgeführt wird. Haben wir hier genug Platz dafür? Ja, ne? Eigentlich schon. Wände. Na komm. So, so, so. So. Dich auch noch weg. Und dich auch noch weg. Dann da Fundamente hin. Dann hier ein Außenanschluss. Das ist eine Tür. Ich wollte es nur noch fix machen, ne? Das ist immer noch eine Tür. Magus, so nicht. So, richtig rum? Ja, richtig rum. Sehr schön. Okay, das passt. Einmal den Boden weggerissen. Damit wir hier auch ordentlich rankommen. Was machst du hier in meinem Weg? Ach, jetzt habe ich es falsch umgebaut. Mist. So wird es natürlich nichts. Halt. Da muss ich echt eine Bodenplatte rein, sonst funktioniert das gleich wieder nicht. So. So geht's. Da hoch. Und jetzt sollte das auch gehen. Sehr schön. Hier wieder dicht machen. Hier läuft das Band soweit. Sehr schön. So. Jetzt einmal hier den Boden weg. Dann kommen wir schon mal bis... Oh Gott, ich sehe nicht, ob es mittig ist. Aber wird schon. Nee, absolut nicht. Scheiß noch eins. Nochmal das Spielchen. Wir machen aber bis hier. Obwohl, wir können auch einfach hier machen. Dann gehen wir hier hoch. Wir haben zu weit gebaut, ist ja auch Quatsch. So. Bis hierhin. Dann können wir... Da haben wir eine Platte jetzt, ja. So. Und so. Und so. Und dann steht das auch. Diese Truhe wird auf Ewigkeit begraben bleiben. Mal wieder aufnehmen. Hier können wir zumachen. Da ist zu. Und dann geht das hier irgendwo ins Lagersystem. Nur gucken, welches Band das ist. Die beiden oberen. Ja. Das untere wird gar nicht genutzt, ist ja auch interessant. Achso, das ist noch die alte Linie. Zack, zack. Oh, das nicht. Zack, zack, zack. Oh, dann haben wir so viel Scheiße weg. Dann müssen wir daran. Okay. Das bleibt stehen. Dann kommt von hier ein Lift, der das da anschließt. Und dann wird das Lager weiter gefüllt. Und es ist nicht so hässlich. Wir könnten das auch da unten reinschaufeln. Aber ich glaube, mit dem kann ich ganz gut leben, mit dem Band.
Das finde ich soweit in Ordnung. Coolio. Und dann ist das mal eben eine 1,5 bis 2 Stunden Folge geworden. Na gut. Dann ist das halt so, aber dafür gefällt mir jetzt der Außenbereich hier wieder viel, viel besser. Immer noch nicht gut. Ich werde es noch irgendwie anders lösen. Ich werde das Band, glaube ich, noch ein wieder runterlegen. Oder vielleicht auch da drüben drauf. Das werde ich mal schauen. Obwohl, das wird ein bisschen zu viel, glaube ich. Ja, das wird zu viel. Ja, dann lasse ich das lieber hier so durchlaufen. Ja. Und leg das hier noch eins runter. Obwohl, das ist auch ganz cool so. Ne, das lassen wir so. Das sieht hier hinten vernünftig aus. Ne, und da muss ich mir tatsächlich, muss ich nochmal gucken, wie ich das umlege. Das gefällt mir nämlich nicht. So, jetzt aber wirklich vielen Dank fürs Zugucken. Denkt an das Projekt Staudamm. Bringt euch da ein bisschen ein. Ich bin mittlerweile auch am Start, habe ich euch ja gezeigt. Und ja, ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Lasst gerne einen Daumen da, Kommentar da, Abo da. Den ganzen Kladderadatsch. Ich sage vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertoldsson zum zweiten Mal in dieser Folge.